Das Geschäft besteht hier schon seit 2009 und mittlerweile haben wir im Jahr 2019 eine zweite Filiale eröffnet. Wir legen hier sehr, sehr großen Wert auf eine Warenverfügbarkeit, auf ja, die Produkte auch in den Fokus zu stellen, über Lichttechnik und in erster Linie steht natürlich bei uns der Kunde im Fokus. Uns war es wichtig, diese Überfrachtung von Werbungen, teilweise durch Plakate, durch Pop-up-Steller, einfach mal zu kompensieren und zu sagen, okay, mal ein bisschen mit der neuen digitalen Welt auch zu gehen und dann zu sagen, wir stellen komplett um, bieten also auch den Industriepartnern nur an, digitale Werbung zu machen und da haben wir halt den Kontakt auch zu Heineken Media gesucht und Lotto Hessen und gemeinsam dann auch das hier entwickelt. Wichtig war uns vor allen Dingen auch die Werbung für den Außenbereich, also die Bildschirme, Mediaboxen im Schaufenster zu haben. Also für uns ist der wichtigste Vorteil, den wir ja auch durch die Industriepartner von Tabak waren, die ja schon früher damit angefangen haben, diese Werbemittel einzusetzen, in den bewegenden Bildern. Die wecken Emotionen, da wird eine Story gemacht und das ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur einen Hinweis bekomme über ein Plakat oder über einen Aufsteller, wenn ich da letztendlich dann nochmal bewegende Bilder habe. Was bei uns auch aufgrund der Kundenfrequenz auch immer sehr schön zu beobachten ist, dass es auch als Informationsquelle in Wartezeiten genutzt wird. Und ja, ich häufig auch den Eindruck habe, dass ein Kunde, der ein Produkt kaufen möchte, über den Blick über die Mediabox auch Anregungen bekommt, ein weiteres Produkt, was er vielleicht gar nicht im Fokus hatte zu kaufen, bei uns dann noch mitnimmt. Wir nutzen ja auch die Mediabox für eigene Inhalte und haben uns dann jetzt auch dafür entschieden, neue Produkte letztendlich auch über die Mediabox zu bewerben. Wir haben gerade ein aktuelles Beispiel mit der E-Shisha, wo wir bisher nur eine Marke angeboten haben, mittlerweile eine zweite. Wir erreichen viel schneller die Abverkaufszahlen, die gewünschten, wenn wir diese Produkte letztendlich dann auch über die Mediabox bewerben. Wir gehen schon mal davon aus, dass wir über den bisherigen Einsatz auch der Mediaboxen schon sehr, sehr viele Kunden erreichen. Unser Ziel ist es natürlich, fast alle zu erreichen. Das heißt also nicht nur über die Mediabox, die wir im Geschäft haben, also eine etwas größere. Da ist der Kunde ja schon mal im Laden. Unser Ziel ist es halt, dass wir über die beiden Mediaboxen in den Schaufenstern mehr Passanten noch in unsere Läden letztendlich dann auch hereinbekommen, also die Kundenfrequenz nochmal zu erhöhen oder eventuell auch in Mediaboxeneinsatz im Außenbereich mal in Erwägung zu ziehen, vielleicht auch mal nur temporär an einem anderen Standort. Das wäre nochmal so für uns für die Zukunft interessant.